herzlich willkommen auf der Nature One 2023, where we belong. So, ich bin da, Donnerstagabend, das meiste steht schon und ich baue jetzt auf, im Regen, bei auf dem nassen Boden. Man sieht nichts, aber ist egal. So, umgezogen und Kinder Bueno reinhauen und ja, in 1,5 Stunden lege ich auf, bereite mich gerade mental ein bisschen drauf vor. Und dann geht's los! Wuhu! Auch diesmal reißen die Leute bis in die Nacht an. Erste Eindrücke bei Nacht. Sehr matschiger Boden. Echt Krise. Dieser Boden. Gefährlich bei Nacht, ey, gefährlich. Nachts über den Campingplatz, Silhouetten kommen mir entgegen. Und Jungs, alles fit bei euch? Was sagt ihr? Nature! Scheiß auf das Wetter, oder? Nature! Ja, Digga, so! Gegen Beste! Spaß euch! Also! Abfahrt! Erster Fund auf der Nature. Papp! Erstes Clipper. Ja, ich weiß, wer meine Vlogs kennt, ihr wisst, ich finde immer so. Bam! Leider gibt es dieses Jahr keine Tokens zu finden. Auf einmal sind hier so viele Menschen. So, angekommen beim Eskalieren-Camp, wo ich gleich auflegen werde. Entschuldigung. Entschuldigung. Gehört zum Eskalieren-Camp dazu. Hier lege ich gleich Early auf. Also ich bin da an dem blauen Punkt. Ich muss irgendwie da hin. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich laufe jetzt schon die ganze Zeit auf und ab. Ich hoffe, ich habe den Weg jetzt endlich mal gefunden. Aber ich glaube ja, hier geht's lang, hoffentlich. Ja doch, ich erinnere mich, hier geht's lang. So Leute, ich bin in meinem Zelt. Wie man hört, ist immer noch Action. Aber wenigstens sind die Nachbarn leise. Aber ja, ich gehe jetzt schlafen. Wir haben 2.30 Uhr. So Leute, das war Tag 1. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Naja, ich wünsche mir jetzt eine gute Nacht. Bis zum nächsten Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst Bescheid, ne? Gute Nacht. Natürlich wird noch Zähne geputzt. Und fängt gerade an zu regnen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne geht auf.
Ich habe eine Stunde oder so geschlafen, dann musste ich pinkeln leider. Und seitdem bin ich durch die Musik, die da hinten läuft, sehr, sehr wach. Ja, aber egal. Besuch von zwei Kollegen. Die Kollegen sitzen im Regen. Ganz schön nass hier draußen. Aber ist kein Problem. Wir chillen ein bisschen. Die haben durchgemacht. Ich habe quasi durchgemacht. Ich habe nur eine Stunde geschlafen, aber das ist meine Ausrede. Ich kann sagen, ich habe geschlafen. Ja. Ja, ja. So, Leute, weiter geht's mit Jan und Pascal über die Nature One, über den Campsite. Ja, ich bin auf jeden Fall maximal vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Es regnet und ich habe meinen Regenschirm dabei, um meine Hände frei zu haben, um zum Beispiel ihm mal einen Box zu geben. Ja, Spaß, so sind wir nicht. Hallo, Leute! Schnur. Ja, Mann. Wenn man sein Zelt so versaut, dass man im Auto schlafen muss. Weißt du, meine Freundin, ich sag zu ihr, ich hole dich. Und sie schreit, und ich hier eine runter. Siehst du, Traumfrau gefunden. Guten Morgen. Morgen. Okay.
du einfach, gell? Ja. Verfolgt dein Video, super geil. Ja, mega nice, ohne Scheiß. Wo fahrst du noch? Ja. Hier geht es auch noch lang und wieder hier lang, aber hier ist jetzt nur F13, glaube ich. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es einfach Automaten mit allem möglichen. Da ist es einfach für 5 Bratwürste 16 Euro. Ich muss sagen, man merkt richtig, dass wir von F13 runter sind. Ich frage mich gerade, warum ich hinter F13 penne und nicht irgendwo anders. Aber jetzt nochmal umzuziehen, nee. Also hier, wie ihr seht, mir ist es gerade echt angenehm von der Lautstärke. Ja, man sieht schon ein paar Camps, aber die sind auf jeden Fall nicht durchgehend betrieben. Lauf, Boris, lauf! Saugeiler Hut. Ich würde mir auch so was auf Amazon. Ja. Geil. Wie ich in meinem letzten Vlog gesagt habe, die Menschen bringen ihre gesamte Wohnungseinrichtung mit. Klopf, klopf. Mach mal lauter. Mach mal hoch. Mach ihn nur lauter hoch. Fleisch auf die Spaghetti drauf. Die
habe jetzt ein bisschen geschlafen. Meine Freundin ist gleich da, die liebe Nora. Ich hole sie bald ab. Sie ist bald an der Station in Koblenz, wo das Shuttle fährt. Und ja, dann hole ich sie später ab. Ist es für mich oder was? Ja, was denn dann? Danke. Hi. Wir kennen uns von meiner ersten Ausbildung, vom Veranstaltungstechniker-Ausbildung. Schon 6 Jahre, mindestens 7 Jahre her. Locker, oder? Ja, schon krass. Lang, lang ist her. Mein Schatz ist da. Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie man ganz toll kochen kann. Heute gibt's Mais und Paprika à la Nori. Was gab's vorher? Nudeln mit Pesto. Yam yam. Wie man gesehen hat, alles aufgefuttert, weil es supi supi lecker war. Darf ich euch vorstellen, meine Freundin, meine große Liebe, die einzig wahre Nora. Ich liebe sie. Ich liebe dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Kleines Update. Zweite Nacht auf der Pütner rum. Nee, nicht auf der Pütner, auf dem Camp. Und Alter, es ist so kalt geworden. Wir hatten einfach 11 Grad. Es war super kalt. Aber Basti war meine Heizung, deswegen war das in Ordnung. Ja, und wir haben hier so viel Kondenswasser drin gehabt. Ich habe mich schon gewundert, wieso. Achtung, ihr könnt euch gleich da. Man sieht auch so richtig die Feuchtigkeit in der Luft. Wenn man jetzt rausschaut, sieht man richtig, wie die Wassertropfen in der Luft stehen. So ekelhaft kalt.
Und Update, das Brötchen hat sich niemand gestern noch abends geholt, um es zu snacken. Es tropft einfach. Kein Regen, sondern Feuchtigkeit. Wir bleiben jetzt erstmal hier und schauen YouTube-Videos. Weil, und frühstücken kriegsfrei. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn man reist, dann muss man auch Reis essen. Reis, genau. Wenn man reist, dann Komfort. Weil, was braucht man? Wenn man reist, dann Kriegspreis. Dann braucht man Unterhaltung und gutes Essen im Bauch. Ja, ich habe Lust auf den Kriegsfrei mit den Kirschen. Kirschen, ne? Kirschen. Und hoffentlich sind die ohne Steine. Ja. Was meint ihr? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Sind die meistens ohne Stein, wenn sie im Glas sind? Meistens sind Oliven oft noch mit Steinen. Kirschen im Glas sind mit ohne Stein. Erster Schritt beim Grießbrei machen, Topf auswaschen und dann kommt Milch rein. Und wichtig ist, dass man die Milch jetzt immer umrührt, damit die nicht anbrennt. Ja, jetzt muss die Milch kochen. Dann kommt der Grießbrei rein und dann kommen dann noch die Kirschen. Mit drauf. Mit Nei. Wie sagt man bei dir, Basti? Mit Nei? Mit drauf. Da kommt die Kirsche mit Nei. Genau. Ja. Vielleicht gibt es das fertige Essen. Kann gleich mal bestaunen. Und was mir aufgefallen ist, der Mond, der wäre extrem hell. Ja. Ja. Mond war hell. Tada! Unser Essen ist fertig. Es sieht total lecker aus und es riecht super lecker. Und jetzt verspeisen wir das. So, die Sonne kommt raus. Wir machen uns jetzt ein bisschen fresh und dann laufen wir mal ein bisschen rum, gehen noch Wasserstelle suchen und so, futtern was, ja, etc. pp. Wir sind jetzt on the way! Update zum Boden. Er ist noch weich, er bewegt sich, aber man kann drauf laufen. Man kann drauf laufen. Oh, können wir bitte, ich möchte noch mal zu diesem blauen Wackelmännchen und möchte mich dazu bewegen, okay. Was beim Eskalieren könnte. Wackeldackelarmiger Windhosenkamerad. Kamerad, genau. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Boah, ich warte hier ist alles so matschig, ja. Geil. So, gerade Schließfach geholt, beziehungsweise eingelöst und Sachen reingesteckt. Und hier jetzt aufladen. Läuft's? Nicht ja. So? Doch, doch. Doch, läuft. Fällt sonst auseinander, so alt ist das schon. Aber krass, ey. Hast du den Vlog schon am Laufen, oder? Ich nehm schon den Aufwand, weil wir reinkommen. Ja, nice. Sieht auf jeden Fall wild aus. Danke. Was hast du für ein T-Shirt? Das ist auch wild, ey. Sieht fresh aus. Also, wir haben jetzt unser Bändchen aufgeladen und jetzt checken wir erstmal hier die Stände ab. Was ist hier für schöne Sachen? Sie checkt gleich mal meinen Ständer ab. Was? Sie hat ja schon indirekt Werbung für unser OnlyFans gemacht. Ja genau, checkt unser OnlyFans aus. So, wir haben jetzt Regenjacken an. Wetter ist mal wieder brillant. Da liegt ein Knall. Los, dann kommt der! Hacke! Nee. Boah, der ist. So wie der Boden aussieht. So riecht. Ich fühle mich gerade wie Knossi, als er die Kokosnuss getrunken hat, die nicht gut war. Okay. Aldi. Lauf, lauf, lauf. Gut, damit geht. Ist das die Kolumbien-Flagge? Ja, er hat eine fette Lage und rot durch das Eifer. So, die Schlange zum Duschen.
regnet doch, warum wollt ihr duschen? Was ist ein Wasser mit CO2? Was ist das? Das ist doch explosiv, oder? Ist das nicht cool? Nein. Habt ihr da reingeatmet? Hallo. Meinst du, hier gibt's Kaffee? Ja. Ich glaub nicht. Hier wird's auch mal zu sehen. Es regnet auf einmal wieder sehr. Die Musik ist auf jeden Fall schmutzig. Was ist das für Musik? Ah, warte mal, halt mal kurz. Ah, was? Oh Gott, ja, das ist da, wo es jetzt so ist. Ja. Sag mal hallo. Ja, erstmal ich spüre es, ne? Die Kamera läuft schon aus. Hi! Ja, erstmal so. Ja, cool. Nee, erstmal. Ja. Ja. Hammergeil, ey. Das ist die Truppe. Boah, seid ihr geil ausgestattet, Mann. Ihr seht aus wie Alman. Ja, geil. Ich bin wieder Alman. Cool. Manchmal weiß ich nicht, ob ich Leute beleidige oder ob ich einen Witz mache. Fühl ich. Ja, fühl ich. Du musst dann immer sagen, es ist nicht böse gemeint. Ja, ich habe Werten gemeint, ist einfach nur eine Beobachtung. Ist okay. Ja, ist eine Beobachtung. So, ja. Muss immer dazu sagen, das ist jetzt keine Werten, nicht Werten ja, genau. Gemeint. Ist nur eine. Also, ihr sieht super aus und genau, ich habe beobachtet. Guck mal, der hat sogar eine Krone auf, glaube ich. Hier ist eine Kuh. Die macht viele Kühe machen Mühe. Weisheiten mit Nora, Weisheiten. Der Bäuerin. Nature-Weisheiten. Mobile ja. Tanzfläche. Ja, warte. Okay. Jetzt wird erstmal gefuttert und schaut euch mal diese geile Portion an. Lecker, lecker, lecker. Und die Pommes sehen richtig knusprig aus. Haben Hunger. Sieht gerade schon so ein bisschen Raver-mäßig aus. Findest du? Ja, mit dem Slide-Tart hier. Ich mache mir jetzt noch so zwei Zöpfchen hier. Dann sehe ich sehr süß aus. Beide sind nicht nackt, ich bin nackt. Nackt okay, ich gebe es zu, ich bin Nudist. Ich stehe drauf, nackt zu sein. Ja, also es ist so, dass Basti hat sich jetzt mir geöffnet und mir das erzählt. Basti meint, es lag lange in seinem Herzen und ich bin total stolz auf dich, dass du dich jetzt getraut hast, das uns mitzuteilen. Ich habe ganz viel Gänsehaut. Sein. Danke, danke. Ich fühle mich. Und dass du jetzt schon 50 verschiedenen Menschen deinen Penis gezeigt hast, danke. Das, mich macht es irgendwie auch stolz, dass du einfach so zu dir stehst und du bist einfach so inspirierend für andere Menschen, die auch Nudisten sind und viel mehr Menschen sollten. Will noch jemand meinen Penis sehen? Teile zeigen. Will jemand noch meinen Penis sehen?
Ja. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ach, Leo! Ja, ich bin der Allererste! Weißt du, es kommt von Arte, auf Französisch ist Art, ist Kunst. Wusstest du es nicht? Nee, ist Deutsch-Französisch. Nicht, nicht. So los. Sie hat gerade so der Big Brain Move ever gehabt. Guten Tag, seid ihr von Arte? Wir sind von Arte. Ich würde euch hier gerne einfach was mitnehmen. Die sind zu klein. Was ist das Kondom? Das sind 54 mm. Okay. Am Ende des Regenbogens einfach mit Gold. Keine Ahnung. Wollen wir den Kopf geben? Chili con Carne und vorhin hat uns einer gefragt, hier pennt ihr? Nee, ne, das ist doch nur Lager. Ja, hier pennen wir. Oh, geil. Ey, Otto. Lecker Wurst von Otto. Close your eyes and share our happiness.
Jetzt im Zelt. Ich lege morgen noch mal von 6 bis 8 Uhr im Eskalieren-Camp auf und deshalb sind wir jetzt hier am Chillen. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Holen uns noch ein bisschen aus und dann hat der liebe Basti sein Gig. Genau, und morgen geht es schon direkt danach schon wieder heim. Ah, ich bin hier fucking red! Ihr Fotze! Seid ihr Punkt, dass ihr habt!
wieder Action. Es gibt endlich wieder, bald gibt es wieder Action. Es gibt endlich wieder, bald gibt es wieder Action.